Festgefügte Wahrheiten scheint es immer weniger zu geben. Beziehungsweise wir könnten uns die Frage stellen, der Fluss, der hinter allem steht, ist der einfach stärker, ist der stärker geworden? Nehmen wir den vielleicht heutzutage anders wahr als früher, wo es dann doch oft festgefügte Wahrheiten zu geben schien, wo man sagte, so gehört sich das, so ist das. Und natürlich gibt es auch heute eine starke Moral, die das vielleicht bestimmt und sagt, das ist die Wahrheit und du kannst dich dieser Wahrheit stellen. Aber ist das wirklich so? Und kann man das in der heutigen Zeit, in der Gegenwart tatsächlich so vertreten? Oder muss man so flexibel sein, dass man vielleicht an einem Tag etwas erkennt und es am nächsten Tag schon wieder anders erkennt? Oder anders damit umgeht. Das heißt also, sich immer wieder neu entscheidet. Und wir entscheiden ja stets und ständig als Menschen. Wir sind stets und ständig in Entscheidungsprozessen, in wichtigen Entscheidungsprozessen oder in dem weniger wichtigen. Aber wir tun das immer wieder. Und insofern passen wir uns an. Wir passen uns an diese berühmte Hier- und Jetzt-Realität an. Und bewegen uns dadurch, so wie sich die Welt um uns auch herum bewegt. Und diese starke, starke Dynamik, dieser starke, starke Fluss von Bewegung, der ist das Leben, der ist die Realität, der ist die Anpassung an das Leben und an die Umstände. Und insofern kann es durchaus sein, dass ich noch gestern, vorgestern, vor einiger Zeit etwas behauptet habe oder etwas gewusst habe, was heute vollkommen anders ist. Also ist dann eine ganz andere Situation, in der ich mich befinde. Oder ich verhalte mich anders. Durchaus auch widersprüchlich. Also der Widerspruch oder ein gewisser Opportunismus ist dann eben auch eine Tatsache. Ist einfach so, weil es andere Umstände sind oder weil die Umstände immer wieder so erstaunlich anders sind, dass man anders sein muss. Das ist wichtig, um flexibler zu sein. Und das vielleicht in einer Zeit, die eine starke Herausforderung darstellt. Gerade in einer starken Herausforderungszeit brauchen wir unterschiedliche Wahrheiten und Perspektiven und Bewegungen. Und all das, um mit der Welt überhaupt umgehen zu können, um uns im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser zu halten und nicht nur über Wasser zu halten, sondern mit dem Leben zurechtzukommen. Und insofern sind Wahrheiten vielleicht gerade in der heutigen Zeit relativer denn je. Sie sind eben nicht so festgefügt oder so tradiert oder einseitig tradiert oder von bestimmten Konzepten oder Ideologien oder Philosophien oder Spiritualitäten bestimmt. Sondern alles wandelt sich und du kannst nicht, ich sage das immer so profan und salopp, ich bin mit nichts verheiratet, außer mit meiner Frau, aber mit sonst keinem Konzept verheiratet oder keiner Wissensweise oder einer bestimmten Art und Weise, sondern versuche stets offen zu sein und mich entsprechend zu bewegen, um natürlich auch etwas zu erreichen. Da geht es ja nicht nur um das Überleben und diese Dinge, sondern es geht darum, tatsächlich erstaunlich bereit zu sein, flexibel zu sein, geschmeidig geradezu zu sein, um die Welt kennenzulernen, um sich den Dingen zu stellen, sich mit ihnen zu beschäftigen und all dem. Das brauchen wir immer wieder. Und insofern kann man an einseitigen Sichtweisen und Konzepten nicht mehr festhalten und damit an einseitigen Wahrheiten nicht. Die Wahrheit an sich gibt es nicht oder die Wahrheit an sich ist immer weniger, sondern es gibt nur die Umstände, in denen wir existieren und agieren und miteinander umgehen. Und die können immer wieder erstaunlich anders sein. Das ist vielleicht das Erstaunlichste im Leben, dass wir dadurch immer wieder Neues erfahren, was wir gar nicht für möglich gehalten hätten, weil unsere Gedanken oder unsere Einstellungen, vielleicht unsere Einseitigkeiten uns immer wieder im Weg gewesen sind. Und insofern lernen wir dann im Laufe der Lebensprozesse, dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Das erstaunt mich immer wieder in meinem Alltag. Was da an Weite entsteht, was da an Möglichkeiten verborgen liegt, die mir vormals gar nicht klar waren. Das ist so, als ob du also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, immer wieder gleiches Ambiente oder Ensemble von Häusern siehst und du denkst, ja, das ist immer gleich und gleich, aber es ist nicht wirklich gleich, sondern plötzlich bemerkst du in dem einen Fenster das oder da eine andere Farbnuance und die Natur ändert sich sowieso immer und stets. Und insofern ist es ein
ein toller, toller Fluss von Möglichkeiten, der da sich immer wieder offenbart und zeigt. Das ist die Offenbarung, glaube ich, wenn ich jetzt so diesen Ausdruck genommen habe, auch deren wir gewiss oder bewusst werden können. Da offenbart sich etwas immer wieder neu und insofern verändern sich dann Wahrheiten.